Stehen. Gestern das Herzschlagfinale in Köln, heute der grandiose Sieg der Frauen. Das ist einfach ein Traum. Das macht als Präsidenten und uns alle beim FC Bayern ganz stolz. Aber am meisten freut es mich für euch, denn ihr seid die Fans des FC Bayern München. Ihr seid der FC Bayern München. Eine besondere Meisterschaft. Jan-Christian Dresden. Natürlich alle, die Meldungen haben sich überschlagen in den letzten Stunden. Du warst 10 Jahre Finanzvorstand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, jetzt Vorstandsvorsitzender und dann gleich sowas, die doppelte Meisterschaft. So kann es weitergehen, oder? Da hast du mir das Wort aus dem Mund genommen. So kann es weitergehen. Dieser Moment gehört beiden Mannschaften. Das ist ein absolut irres Gefühl. Gestern diese Herzschlagmeisterschaft von den Männern, heute der überragende Sieg der Frauen. Und das mit euch hier. Viele von euch kenne ich. Deswegen, ihr seid die besten Fans der Welt. Mit euch geht es immer weiter. Und deswegen alles Liebe und Danke. Es ist auch euer Triumph. Dankeschön. Freut euch alle mit. Und dann lasst mal es einfach krachen. Ihr seid echter Wahnsinn. Extra hierher gekommen. Nach München. Wo ist denn? Georgia! Georgia, please. Give. Thomas Tuchel steht bei uns am Sportschau-Mikrofon. Herzlichen Glückwunsch zur ersten deutschen Meisterschaft als Trainer. Auch gestern nochmal das Spiel, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie die gesamte Zeit, seitdem Sie beim FC Bayern sind. Ist in den 24 Stunden so ein bisschen, so ein Hauch Ruhe bei Ihnen eingekehrt im Kopf? Ja, zwangsläufig, weil der war gestern dann irgendwann richtig leer. Der Tag hat früh begonnen, dann war Nachmittagsspiel und dann wurde aus unserem Jahresabschlussessen eine Meisterfeier und die war dann auch entsprechend lang. Deshalb war der Kopf dann irgendwann gut leer. Aber es gibt keinen besseren Morgen als den Morgen danach, wenn du einen Titel gewonnen hast. So, deshalb haben wir den auf jeden Fall genossen, den habe ich jetzt genossen. Und, ja, es war anstrengend, anspruchsvoll, voller der Wendungen gestern, aber mit dem glücklichen Ende auf unserer Seite. Sind Sie 8 Wochen beim FC Bayern und gefühlt ist das schon ein ganzes Leben, was da alles passiert ist. Ja. Ist das die härteste Station in Ihrem Trainerleben bisher? Die härteste? Ja. Nein, die Hörer nur die Tücken. Ja. Und offensichtlich auch der FC Bayern. Nach wie vor bin ich sehr glücklich, da zu sein und ich liebe es jeden Tag zur Silberstraße zu kommen, weil der Staff und mit den Menschen, mit denen ich täglich arbeite, sind auf so hohem Niveau, menschlich und fachlich, dass es einfach eine pure Freude ist. Es sind natürlich so viele Themen entstanden, auch sportliche Themen, für die ich die Verantwortung habe und die wir nicht hingekriegt haben in der Kürze der Zeit, wie ich mir das auch von mir selber erwartet habe und es vorgestellt habe. Also müssen wir daran. Die anderen Sachen können wir nicht immer beeinflussen. Es ist natürlich der große Wunsch, dass es ruhiger bleibt, dass es auf den Sport fokussiert ist und dass wir dann liefern. Das wäre Idealzustand, den gibt es nicht immer. Es wird sich eine Menge tun zur neuen Saison, aber erstmal ist ein Machtvakuum da. Weil Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender ist nicht mehr da, Hasan Salihamidzic als Sportvorstand ist nicht mehr da, Ihre Hauptansprechpartner. Wer entscheidet denn jetzt, was passiert? Das weiß ich jetzt im Moment auch noch gar nicht, da bin ich gespannt. Das werden die nächsten Tage zeigen und dann werden wir im Sinne des Clubs und im Sinne der Mannschaft natürlich Gas geben, um die beste mögliche Entscheidungen zu treffen und um Entscheidungen zu treffen. Aber wie das im Detail ausschaut, weiß ich im Moment nicht. Jetzt gehen die Mannschaft geht in Urlaub, die Nationalspieler müssen noch ein bisschen weiter. Für Sie geht es gefühlt jetzt erst richtig los, oder das zweite Mal richtig los? Jetzt geht es weiter. Also es geht auch nochmal richtig los, klar, weil, wie Sie richtig gesagt haben, meine zwei Hauptansprechpartner sind nicht mehr in der Verantwortung. Wir müssen eine neue Struktur finden, müssen uns aufeinander abstimmen und die Dinge wieder neu abgleichen, die Ideen, die wir schon mal hatten, durchdiskutiert hatten. Und ja, das geht jetzt los. Es ist wichtig, dass ich da bin und mich der Verantwortung stelle und die dann auch nehme. Sie brauchen ja keinen Urlaub. Sie haben ja davor genug Zeit gehabt, sich auszuruhen. Das heißt, jetzt ist Sommerurlaub in München. Ja, erstmal in den ersten Wochen ist Sommerurlaub in München. Auch Schlimmeres, das ist jetzt kein Grund zu klagen. Und dann, ja, dann brauche ich auch noch ein bisschen Zeit weg von all dem Trubel für mich. Dann kommen wir zurück im Sommer und schieben das Ding nochmal richtig an.
weil wir stehen schon in der, ich bin mir auch selber in der Pflicht, da nochmal eine Schippe draufzulegen und es werden wir machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum ersten deutschen Meisterschaft als Trainer. Alles Gute, Thomas Dogel. Und dann gehen wir nochmal rüber zu Bernd Schmelzer. Oh, gut. Die stehen da oben noch alle. Hallo. Georgia Stanway haben wir da gesehen. Und die ist natürlich verantwortlich für den Sound, der von der Frauen-EM hier herübergeschwappt ist. Aus dem vergangenen Sommer. Interessante Geschichten, Thomas Tuchel.